Hallo Leute und herzlich willkommen zur Mikrofonlektion. DJs benutzen natürlich gerne und oft ein Mikrofon, teilweise auch zum Leidwesen der Gäste. Und wir schauen uns das Ganze direkt mal an. Ja, eben, DJs sprechen oft zum Publikum. Hochzeits-DJs zum Beispiel moderieren extrem viel, generell Mobile-DJs. Aber zum Beispiel auch im Hip-Hop, R&B-Bereich in dieser Richtung wird gerne mal was durchgesagt. Bei Elektro ist es eher ein bisschen untypisch, weil es da ja eher darum geht, dass man einen langen, ungestörten Musikfluss produziert sozusagen. Und ja, da würde derartiges natürlich stören. Es passt einfach auch nicht so gut. Ja, aber eben sonst wird das Mikrofon von vielen DJs regelmäßig genutzt. Und da möchten wir euch direkt mal aufklären, wie ihr das Ganze denn am besten auch einsetzt. Also hilfreich ist auf jeden Fall, wenn ihr euch wie eine Art Entertainer-Stimme zulegt. Das heißt, ihr müsst enthusiastisch und bestimmt sprechen, eben klar, deutlich, aber im Prinzip auch ruhig. Das hört sich vielleicht erstmal nach einem kleinen Widerspruch an, werdet ihr aber merken, wenn ihr ein bisschen übt, dass es das nicht ist. Wichtig ist natürlich eben, dass das, was ihr sagen wollt, bei den Leuten ankommt, ist ja klar. Und dafür müsst ihr eben deutlich sprechen, eben enthusiastisch auch, dass ihr Spaß habt, dass ihr eben auch den Leuten wirklich vermittelt, dass ihr hier bei einer coolen Party seid. Und da ist es natürlich dann auch hilfreich, wenn ihr dialektfrei sprecht, es sei denn, ihr seid eben in einer Art geschlossenen Gesellschaft, die alle euren Dialekt kennen und bei dem es dann eher sogar sympathisch ist, wenn ihr den auch drauf habt. Kommt drauf an, ansonsten auf jeden Fall empfehlen wir euch immer zu versuchen, möglichst dialektfrei zu sprechen. Und wenn ihr dann im Prinzip eine in Anführungszeichen normale Durchsage macht, dann schaut, dass ihr am Ende der Moderation einfach die Stimme nochmal absenkt. Das symbolisiert halt natürlich dann eben ganz klar das Ende der Moderation und lässt das Ganze noch ruhiger und ja bestimmter rüberkommen, als wenn ihr das relativ monoton vortragt oder am besten sogar noch mit der Stimme hochgeht. Das hört sich natürlich immer ein bisschen komisch an. Wenn ihr das Mikrofon benutzt, eben in angemessenen Dosen, schaut, dass ihr die Leute nicht stundenlang zulabert, denn die Leute sind ja zum Tanzen da, zum Musik hören und nicht um bei einer Rede von euch zuzuhören. Bei Hip-Hop-DJs wird es gern gemacht, dass immer über den Übergang was gesagt wird, damit man das nicht hört, dass er vielleicht nicht ganz so gut war oder man vielleicht gar keinen wirklichen Übergang machen muss, während man quatscht, wird einfach das eine Lied ausgemacht und das nächste reingehauen. Das ist natürlich eigentlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Deswegen, ja, die Leute sind zum Musik hören da. Schaut es, dass ihr das einfach ja, sinnvoll nutzt eben, dass ihr die Leute mal anheizt, dass ihr mal eben irgendwie ein bisschen Stimmung macht, eben vielleicht auch wichtige Sachen durchsagt und es dabei dann aber auch belasst. Ihr könnt die Moderation natürlich zu Hause üben, das empfehlen wir euch sehr. Ihr könnt euch da einen Text zum Beispiel vorschreiben, wenn ihr vielleicht eben als Mobile DJ für eine Hochzeit was Bestimmtes sagen möchtet oder eben andere Dinge es zu moderieren gibt, die etwas komplexer sind als einfach nur Hände hoch. Ihr könntet natürlich auch auswendig lernen, auf jeden Fall übt es. Und macht es auch wie bei einem Mix zum Beispiel, dass ihr das Ganze mal aufzeichnet und euch später wieder anhört. Denn so lernt ihr blöd gesagt einfach am besten. Ja, es ist auch ein bisschen ungewohnt anfangs, seine eigene Stimme nochmal zu hören, weil man die beim Sprechen sozusagen im Kopf immer noch anders hört, als wenn man es über Boxen hört. Und deswegen ist es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ihr habt im Prinzip ja drei Überkategorien, nennen wir es jetzt mal, warum ihr zum Publikum sprechen solltet oder könnt. Das eine ist halt das Publikum einfach mal informieren. Das heißt, es gibt irgendwelche Sicherheitshinweise, jemand hat was verloren, es gibt irgendwelche anderen wichtigen Updates nach dem Motto, man muss jetzt auf einmal eine Stunde früher schließen, whatever. Alles, was eben so die Veranstaltung und den Ablauf betrifft oder vielleicht eben auch zu Werbezwecken, sei es jetzt, dass ihr auf euch aufmerksam macht oder auf den Laden oder vielleicht irgendeinen Sponsor oder irgendeinen Gast, ein Berühmter, der jetzt hier vor Ort ist, derartige Dinge. Das nächste wäre, dass ihr das Publikum einfach unterhaltet, sei es jetzt durch eine coole Animation, irgendwelche Ankündigungen, der nächste DJ kommt oder irgendwas verändert sich in eurem Set, was besonders erwähnenswert wäre, Shoutouts eben und derartiges, also eher so Entertainer-Geschichten. Und
dann natürlich auch noch, was ja die meisten DJs in erster Linie machen werden, ist das Publikum einfach anheizen. Ja? Ihr wollt das Publikum motivieren, ihr wollt es animieren eben zu bestimmten Handlungen und vielleicht auch im Prinzip mal rückfragen. Das hört sich jetzt ein bisschen spießig an, aber eben einfach dieses, ob ihnen die Party gefällt, ob die Stimmung cool ist und so weiter. Und ihr könnt ja auch dieses Feedback halt wiederum nutzen, um ja euer Set eventuell anzupassen, wenn man merkt, okay, die Stimmung ist vielleicht gerade nicht so der Burner und dafür ist es auf jeden Fall sehr nützlich. Wenn ihr zum Publikum sprecht, dann schaut, dass das Mikrofon wirklich nah an eurem Mund ist, ansonsten wird man euch einfach nicht klar und deutlich verstehen und wenn ihr es nicht benutzt, dann schaltet es auch am besten einfach aus. Wenn ihr zum Beispiel das Mikrofon auch regelmäßig benutzt und zum Beispiel auch Turntablist seid, dass ihr wirklich die ganze Zeit extrem viel zu tun habt und dann nicht auch noch ein Mikrofon in die Hand nehmen könnt, dann schaut, dass ihr euch einen kleinen Mikrofonständer zulegt. Es muss ja kein riesiger sein, der irgendwo neben dem DJ-Pult steht, sondern es gibt eben auch kleine, die dann recht kompakt vor euch stehen können. Das ist da sehr hilfreich. Und wenn ihr dann sprecht, das hatten wir auch in der Mixer-Lektion schon, dann habt ihr ja diese coole Talk-Over-Funktion hoffentlich an eurem Mixer. Dann wird ja automatisch die Lautstärke abgesenkt. Das ist ein cooles Feature. Falls ihr das nicht habt, müsst ihr es eben händisch machen, denn ihr solltet nicht über die volle Lautstärke sprechen. Da wird man euch nicht richtig verstehen. Deswegen um 2/3 bis 3/4 eben immer die Musik, wenn ihr sprecht, absenken, damit eben auch ja, alles ankommt und es nicht irgendein undefinierbarer Brei wird, der dann aus den Boxen kommt. Wichtig ist auch noch, dass ihr den EQ eurer Stimme anpasst, insofern eben hoffentlich auch euer Mixer diese Funktion bietet, dass wenn ihr zum Beispiel eine sehr tiefe Stimme habt, dass ihr da den EQ eben für die Tiefen ein bisschen rausnehmt, damit eure Stimme deutlicher ankommt und umgekehrt zum Beispiel auch, wenn ihr eine sehr hohe Stimme habt, dass ihr vielleicht die Höhen etwas rausnimmt, dass es nicht im Prinzip zu unangenehm, zu schrill dann fürs Publikum wird. Ja, wenn in einem Track gerade Vocals sind, dann empfiehlt es sich logischerweise nicht darüber zu quatschen, denn das wird dann natürlich stören, das beißt sich gegeneinander. Klar, wenn ihr zum Beispiel in Richtung Mixed Music, Hip-Hop und so weiter auflegt, wo das Lied eigentlich fast nur aus Lyrics besteht, dann kann man es eventuell nicht vermeiden, aber eben insofern es sich vermeiden lässt, schaut eben, dass ihr dann nicht noch über den Sänger drüber redet, das macht es nur schwieriger. Und natürlich wird sich auch gerne beim DJ mal gewünscht, dass man jemanden grüßen kann, dass Geburtstagswünsche ausgesprochen werden und so weiter. Das könnt ihr im privaten Rahmen auf jeden Fall machen, ist eventuell sogar zwingend notwendig, wenn ihr auf einem Geburtstag spielt. Aber zum Beispiel gerade in Clubs, auf Festivals und so weiter, in Bars ist es eher weniger gern gesehen. Denn die wenigsten Gäste werden ja auch zum Beispiel das Geburtstagskind kennen. Das ist dann eher eine komische, unangenehme Situation. Hier unterbrecht ihr dann einfach unnötig euer DJ-Set und ihr legt ja im Prinzip für das gesamte Publikum auf und nicht für die 5 Gäste, von denen einer dann noch Geburtstag hat, für diesen kleinen Freundeskreis. Deswegen genießt es auf jeden Fall mit Vorsicht, aber im privaten Rahmen könnt ihr es auf jeden Fall ohne Probleme machen. Wichtig ist außerdem, dass ihr Rückkopplungen vermeidet. Das heißt eben, dass der Sound von den Boxen zum Beispiel wieder ins Mikrofon reingeht. Der geht ja dann wieder durch die Boxen und so weiter. Das ist eine Endlosschleife, diese Rückkopplung. Und das ist schlecht auf jeden Fall. Das werdet ihr auch auf jeden Fall ja schon mal gehört haben. Es wird dann zu einem ganz lauten, hellen Pfeifen, ein unangenehmer Ton auf jeden Fall. Den gilt es definitiv zu vermeiden. Und da könnt ihr dann eben mit der Talkover-Funktion arbeiten oder eben einfach klar die Lautstärke generell absenken, wenn ihr das Mikrofon benutzt. Und natürlich auch wichtig ist, wenn ihr Monitorboxen habt, dass ihr die während der Moderation einfach mal runterregelt, vielleicht komplett ausschaltet, denn die braucht ihr dann in dem Moment auch nicht. Und die sind natürlich am nächsten am Mikrofon dran. Das sind eben alles Sachen, die man machen kann, um Rückkopplungen zu vermeiden. Ihr habt außerdem üblicherweise am Mixer, genau wie für die Decks, ein Cue fürs Mikrofon. Da könnt ihr dann eben auch schon mal vorhören, ob das alles soweit passt, ob das mit den Einstellungen auch gut hinhaut. Das empfehlen wir euch. Und klar, der Channel-On-Off-Schalter, auch in der Mixer-Lektion schon besprochen, um das Mikrofon an- oder auszuschalten. Wenn ihr es nicht benutzt, eben macht es lieber aus, dann kann auch nichts passieren.
Eventuell habt ihr beim Battlemixer zum Beispiel ist es häufig die Möglichkeit, noch gesonderte Effekte nur auf eure Stimme, auf den Mikrofonkanal zu legen. Zum Beispiel in Echo eben. Da könnt ihr das auch noch nutzen, um da eben ja, coole Effekte zu erzielen. Und dann kommen wir auch schon zu den technischen Daten. Denn es gibt ja verschiedene Formen von Mikrofonen, verschiedene Bauweisen. Und für dich als DJ eignet sich das dynamische Mikrofon am besten. Es ist sehr robust gebaut, es hat eine sehr niedrige Impedanz, hat aber auch einen hohen Schalldruck und braucht vor allem keine extra Stromversorgung. Das heißt, ihr steckt das einfach zum Beispiel mit XLR dann in euren Mixer rein und es läuft. Wichtig ist dabei noch die Richtcharakteristik Niere. Das kommt vom sogenannten Polardiagramm. Das könnt ihr auch einfach mal googeln, wie das Ganze dann aussieht. Da sieht man eben im Prinzip eine Art räumliche Karte, eben dieses Polardiagramm, aus welchen Bereichen das Mikrofon den Schall aufnehmen kann. Und bei der Richtcharakteristik Niere ist es so, dass eben der rückwärtige Schall eher gedämpft oder eben sogar ausgeblendet wird, was ja wichtig ist, weil ihr möchtet ja nur von vorne rein sprechen und nicht von hinten noch, dass das Publikum mit aufgezeichnet wird oder die große PA. Das sind ja Sachen, die möchte man vermeiden. Und die Schallquelle ist eben sehr nah am Mikrofon und daher hat man einen sehr geringen Bündelungsfaktor und Besprechungsabstand. Also das sind auf jeden Fall wichtige Punkte, deswegen Richtcharakteristik Niere ist ganz wichtig. Wichtig ist außerdem ein breiter Sweet Spot, das heißt eben der Bereich hier in dieser Richtung vor dem Mikrofon ist relativ groß, dass ihr auch noch etwas von der Seite reinsprechen könnt und es kommt trotzdem was an. Außerdem ein Frequenzgang von 40 Hertz bis 16 Kilohertz oder eben 16.000 Hertz, damit eben ein möglichst breites Klangspektrum sozusagen aufgezeichnet werden kann vom Mikrofon, eben also, dass eure Stimme auch schön ja, so dargestellt wird, wie sie auch eigentlich ist. Und dann außerdem eine geringe Handling Noises, das heißt eben, wenn ihr das Mikrofon anfasst, hinlegt und so weiter, eben, dass wenn man damit arbeitet, dass diese ganzen Geräusche auch nicht mit übertragen werden, sondern wirklich rein nur das, was ihr aus dieser Richtung in das Mikrofon reinsprecht. Ja, also ihr merkt natürlich schon, das Mikrofon an sich ist kein sehr komplexes Gerät, da kann man nicht viel dran machen. Wichtig ist eher der Umgang und wir zeigen euch dann eben ja gleich in der Praxis auch nochmal, wie man das Ganze anschließt und dann auch wirklich benutzt. Ja, da sind wir also in der Praxishälfte der Mikrofonlektion. Wir haben jetzt hier von recordcase.de das Sennheiser Mikrofon E835 zur Verfügung gestellt bekommen. Wie wir in der Theorie schon besprochen haben, ist es natürlich nicht besonders kompliziert, dieses Gerät zu bedienen. Aber wir haben eben hier auch noch den Mixer mit dabei, weil es um den Umgang geht und die Einstellungsmöglichkeiten, die ihr hier vornehmen könnt. Heute mal eben ohne Ansteckmikrofon, damit ihr auch mal mich hierüber hört. Und ihr seht schon, dieses Mikrofon hat keinen Ein- oder Ausschalter. Braucht es aber auch gar nicht, denn ihr findet diesen Schalter auch hier auf dem Mixer. Wenn es das hat, ist es auf jeden Fall cool, ist aber nicht zwingend notwendig. Wenn ihr das Mikrofon benutzt, was ihr als DJ wahrscheinlich recht häufig machen werdet, dann schaut eben, dass ihr das Mikrofon ungefähr so haltet. Oder eben, wie wir auch schon besprochen haben, wenn ihr es sehr regelmäßig nutzt und alle Hände voll zu tun habt, dass ihr euch einen Mikrofonständer zulegt, der eben hier zum Beispiel oder auch seitlich platziert ist, dass ihr immer Zugriff auf das Mikrofon habt. Ja, wir haben jetzt hier einfach ganz normal auf On, nicht auf Talkover, wie wir schon besprochen haben, ist Talkover dafür da, dass ihr, wenn ihr in das Mikrofon reinsprecht, die Musik automatisch abgesenkt wird. Und das führen wir euch jetzt direkt mal vor. Wir starten hier mal den Track. Und wenn ich jetzt spreche, dann hört ihr eben, die Musik läuft im Hintergrund genauso laut weiter. Eben weil wir es ganz normal einfach nur auf On haben. Ich schalte jetzt mal um auf Talk Over. Und jetzt werdet ihr schon merken, eben jedes Mal, wenn ich spreche, wird die Musik Lautstärke abgesenkt, ganz automatisch. Und wenn ich aufhöre, wird sie wieder lauter und eben jetzt ist sie gerade wieder leiser geworden. Das hat eben den Vorteil, dass ihr das Ganze nicht händisch machen müsst, denn wir schalten nochmal wieder auf ganz normal On.
dann wäre es auf jeden Fall zu empfehlen, dass ihr die Lautstärke manuell absenkt, damit man euch eben einfach besser hört. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr sprecht, eben irgendwie um die Hälfte oder zwei Drittel der Lautstärke ungefähr absenken. Und eben, wenn ihr fertig seid mit Sprechen, Fader wieder hoch und das Spiel halt die ganze Zeit hin und her. Deswegen auf jeden Fall empfehlenswert, wenn euer Mixer die Talkover-Funktion hat. Denn ja, das ist die entspannteste Möglichkeit auf jeden Fall. Kommen wir hier jetzt noch zu den weiteren Einstellungsmöglichkeiten, die ihr hier habt. Wir haben hier einmal einen EQ, bei dem ihr eure Stimme anpassen könnt. Bei meiner Stimme wird es normalerweise nicht nötig sein, denn ich habe weder eine besonders tiefe noch eine besonders hohe Stimme. Aber einfach für euch mal zum Beispiel verändere ich jetzt mal hier ein bisschen den EQ. Eben jetzt sind es weniger Tiefen, jetzt werden es mehr Tiefen. Und das Ganze eben auch mit den Höhen. Wenn ihr eine besonders tiefe Stimme habt, dann empfiehlt es sich eventuell, die Tiefen etwas rauszunehmen und dafür die Höhen mehr zu betonen und eben umgekehrt. Außerdem habt ihr hier noch die Gain-Regler, also im Prinzip die Lautstärke-Regler, die Level-Meter, die Drehpotentiometer für das Mikrofon 1 und 2, denn ihr habt hier hinten zwei Anschlüsse an diesem Mixer, einmal per XLR und einmal per 6,3 mm Klinke, und hier könnt ihr eben dann individuell die Lautstärke einstellen. Das war es im Prinzip auch schon. Bei diesem Mixer könnt ihr jetzt noch den BeatFX, also hier eben die Effekte auch gezielt nur auf das Mikrofon leiten. Das ist fraglich, ob euer Mixer das hat. Wenn ja, ist auf jeden Fall cool. Und was es auch immer mal wieder gibt, ist, dass bei einem Battle-Mixer zum Beispiel noch es extra Einstellungsmöglichkeiten gibt, dass man alleine eben zum Beispiel ein Echo auf das Mikrofon jagt. Und wenn wir den jetzt mal hochkant halten, dann seht ihr schon, ihr habt hier zum Beispiel wieder die Talkover-Funktion, hier einfach generell On-Off, ist selbsterklärend, Level eben wieder die Lautstärke. Hier habt ihr den EQ, genau wie beim Pioneer Mixer zu meiner Rechten. Und zum Beispiel eben habt ihr hier dann extra noch ein Echo, das ihr ganz gezielt auf das Mikrofon legen könnt, unabhängig eben von den Effekten, die auf das Deck laufen. Ja, das hier ist auf jeden Fall ein dynamisches Mikrofon, ganz wichtig, und vor allem auch wichtig die Richtcharakteristik Niere. Warum das wichtig ist, haben wir in der Theorie schon geklärt. Und dieses Mikrofon hat eben auch einen schönen breiten Sweet Spot. Das heißt, ihr versteht mich auch noch, wenn ich etwas von der Seite reinspreche und eben nicht mehr ganz direkt. Von daher auf jeden Fall das E835 ein gutes Mikrofon, das sich gut für den Einsatz für DJs eignet. Es ist sehr robust, es liefert ab, es ist stark und lässt sich sehr gut bedienen, auch ja, handeln, wie man so schön sagt. Und apropos handeln, es hat eben auch sehr geringe Handling Noises. Das heißt, wenn ihr das Mikrofon anfasst, eben wechselt zum Beispiel oder es irgendwo ablegt, dann wird sich diese ganze Geräuschentwicklung nicht so sehr auch auf das Audiosignal übertragen, das dann später aus den Boxen kommt. Insofern möchten wir uns bei recordcase.de für die Bereitstellung dieses Mikrofons bedanken. Jetzt habt ihr auch mal einen guten Einblick darüber, wie man das Mikrofon am besten richtig handelt und richtig einstellt, und seid auf jeden Fall gewappnet für eure erste Moderation. Wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zum Thema Mikrofon hast, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.